So, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier zu Tomb Raider. Tomb Raider 1, um genau zu sein. Und genau, wir sind in Nutlas Katakomben angekommen und haben keine Waffen. Warte mal, kann man das schieben? Das schieben wir erstmal hier. Genau. Wir sind nämlich jetzt bei den Atlas Katakomben rausgekommen und müssen jetzt natürlich versuchen, erstmal unsere Waffen wieder zu bekommen. So, und hier kommen wir erstmal nicht weiter. Okay. Merken wir uns aber. So, was haben wir hier? Hier drüben ist ja ein Waggon, mit dem wir aber nichts machen können. Na gut. Wenn das eben so ist, dann ist hier wohl nichts weiter. So, von hier sind wir gekommen. Wenn wir hier runter tauchen. Ja, hier unten runter kann man lang tauchen tatsächlich. Ich dachte, dieser Wasserfall würde diesen Durchgang sozusagen versperren. So, da oben geht's lang. Hier ist noch ein Schalter. Und da ist hier einer an. Das ist die Tür, die wir gerade geöffnet haben. Also, wo wir den Klotz gerade weggeschoben haben. Ja, wie gesagt, das Projekt kommt sehr gut an. Das gefällt mir natürlich. Und ja, dementsprechend kommen natürlich auch jeden Tag eine Folge. Hey, Gesundheit. Ja, das musste auch mal sein. Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht auch ein Abo, wenn euch diese Folge gefällt oder generell euch dieses Projekt gefällt. So, jetzt müssen wir es mal gucken. Wir haben jetzt hier gerade ein Tor geöffnet in der Nähe von Wasser. Das heißt, hier ist ja momentan Wasser. Könnte es sein, dass hier vielleicht sich irgendwas hier geöffnet hat, eventuell? Ja, tatsächlich da oben oder was? Ne, hier kommen wir gar nicht hoch. Warte mal, ich gehe mal hier drüben hin. Oder kommt man hier auch nicht raus? Ne, es scheint nicht der Fall zu sein. Ne. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Versuchen wir hier nochmal durchzutauchen. So. Okay, dieser Schalter. Wir müssen also hier hoch. Ich hoffe, hier passiert jetzt nicht, also nichts Schlimmes. Weil wie gesagt, wir haben noch keine Waffen. Wir können jetzt hier nicht viel machen. Okay. Das ist ja mal interessant. Wir könnten theoretisch auch erstmal speichern. So. Nee, hier will sie nicht. Hier will sie nicht. So, da unten geht's lang. Gucken wir mal hier unten lang. So, was haben wir hier? Aha, Lara, du möchtest also irgendwie da hoch, ja? Zu diesem Gebäude. So, da ist eine Scheibe. Ja, die kann man aber. Sag mal, was kann man hier oben machen? Wartet mal, wir gehen erstmal hier rein. Okay, was können wir hier machen? Hier können wir irgendwas einsetzen, aber wir haben momentan noch nichts. Ein bisschen Munitionsclips. Zumindest ein bisschen was.
Tja, dann gehen wir mal weiter. Was ist denn hier oben eigentlich? Hier oben ist doch auch noch was, oder? Da dahinter. Nee, doch nicht. So. Okay, was haben wir hier? So ungewohnt, dass man hier keine Munition bzw. keine Waffen hat. Okay, kann man hier oben drauf? Nee, will sie nicht. Kann man hier oben drauf? Okay, hier kann man drauf. Da hinten. Warte mal. Ah, okay, du kannst es schieben. Das ist gut. Dann schieben wir das mal da dran. Für irgendwas muss das ja gut sein. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir speichern hier mal. Und gehen erstmal hier lang. Okay, wo kommen wir jetzt lang? Wo kommen wir jetzt lang? Okay, warte mal. Hier ist noch ein Hebel. Oh, okay. Was hat das Boot jetzt gemacht? Also, gibt es da irgendwie einen Grund dafür? Okay, mit dem Boot ist irgendwas passiert. Würde ich sagen, gehen wir erstmal mit dem Boot zurück. Wenn wir da irgendwas machen können, gehen wir erstmal zurück, bevor wir uns hier weiter damit beschäftigen hier. Nicht, dass wir das hier irgendwie mal vergessen oder so. Okay, hier ist tatsächlich. Okay. Interessant. Das heißt, hier können wir auf alle Fälle lang. Ja. Wieder Munitionsclips hier. Weil, schaut mal, Leute, alle sind einheitlich, ne? Das hier ist so ein bisschen kaputt. Heißt, schieben das Teil. Dahin. Noch ein Hebel. Okay, was macht das jetzt? Gott, was ist das denn?
Okay, aber dazu müssen wir ja wieder das Boot anscheinend zurückbringen, oder? So, was können wir jetzt mit dem Ding hier machen? Ach so. Kommen wir denn hier hin? Okay, was haben wir hier? Boah, das sieht ja sehr rötlich aus hier. Okay. Ich geh lieber zurück. Das sieht mir hier noch nicht so richtig aus. Wir gehen noch mal zurück. Wir gehen noch mal zurück. Wir gehen noch mal zurück. Wir haben jetzt irgendwas gefunden. Was ist denn das eigentlich? Eine Sicherung haben wir. Okay. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Da können wir das dort einsetzen, wo diese Sicherungen gebraucht werden. Ich weiß aber nicht, wie viele man braucht. Ich hoffe nur eine. Das wäre gut. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, die drei brauchen drei Stück brauchen wir. Okay. Dann heißt es wohl mal wieder speichern. So, da ist ein Weg und da ist ein Weg. Der Weg ist noch nicht offen, also gehen wir jetzt mal hier lang. Okay, hier haben wir einen Durchgang. Da drüben liegt eine Sicherung. Kann man hier irgendwie da rein? Nee, hier kommt man nicht weiter. Kann man hier drüben lang? Ja, die Sicherung ist direkt vor unserer Nase, aber ja, warum können wir hier noch nicht hin? Ich will da hier hin. Da müssen wir noch irgendwas aktivieren. Scheinbar müssen wir noch irgendwas aktivieren, aber große Frage ist was. Hier ist ja auch sonst nichts, ne? So, weil hier kommen wir ja auch nicht weiter. Halt das Teil. Okay, das Teil ist offen. Oh. Alter, was ist das denn gewesen?
Ey, man denkt wirklich, dass hier irgendwelche Kugeln runterkommen. Okay, da oben ist aber noch eine. Ich sehe dich doch. Okay. Ah. Boah, Leute. Ah, okay. Ah, okay. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay, hier liegt eine Sicherung. Und die dritte, die haben wir ja jetzt auch schon gesehen, ne? Safe zu speichern. So, gespeichert. Lustiger Mechanismus. Okay, jetzt können wir so wieder raus, oder wie? Okay, jetzt haben wir die zweite Sicherung. Aber wie kommen wir zu dem dritten? Also zu dieser dritten Sicherung. Meine, das ist ja wunderschön, aber da hinten, da kommen wir ja nicht rein. Aber ich werde die zweite jetzt mal hier einsetzen. Mal sehen, was passiert. Okay, da kommen wir aber immer noch nicht rein. Oder? Können wir da? Nee. Nee, nee. Okay. Also muss es eine Möglichkeit geben. Irgendwie dieses Rätsel hier zu lösen, aber Frage ist, wie? Haben wir denn hier irgendwas? Hier ist ein Tor. Ich werde jetzt hier mal speichern. Geht das Ding off? Nee. Also haben wir einen Schalter vergessen. Aber wo soll der Schalter sein? Habt ihr eine Idee, wo der Schalter sein könnte? Mal, ich schalte mal um. Nee. Okay, also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Aber der einzige Weg, der mir jetzt noch einfällt,
Geh noch mal hier oben rein. Ich meine, ich weiß nicht, was das bringen soll hier, aber. Okay. So einfach ist das hier anscheinend nicht. Okay, gehen wir nochmal hierhin zurück. Nee. Also das wäre natürlich interessant. Nein, das ist der Gang. Den brauchen wir ja. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ich bezweifle ernsthaft, dass wir hierher müssen. Also, ich weiß es nicht, ne? Aber. Ist nichts Persönliches. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir haben keine Waffen und wir brauchen die Waffen vorher. Na gut, wir können uns töten lassen. Wow, Magma. Okay. Okay. Wie kommen wir hier rein?
Öffnen tut sich das Teil ja nicht von alleine. So, das heißt... Ich will es gerade nicht weiter. Und dort, wo ich eigentlich hin wollte, dort kommen wir nicht hin. Wir sehen schon, was wir jetzt nochmal probieren können. Ja, gut, die will da hoch. Aber da kommen wir ja nicht hoch. Also brauchen wir da auch nichts weiter machen. Ist hier. So, das heißt, speichern. So kommen wir nicht weiter. Ich habe gerade eine Idee gehabt. Was ist, wenn diese Türen, die sich geöffnet haben, zwei Wege haben? Da oben ist noch ein Durchgang, sehe ich gerade. Aber selbst da kommen wir so nicht hin. Also irgendwas übersehe ich gerade. Ich habe keine Ahnung was. Und warum kommt man hier drauf? Stimmt ganz einfach. Nee. Ja Leute, ich habe gerade mal wieder keine Ahnung, ne? Das ist doch wieder blöd gerade. Weil selbst so sehe ich halt hier auch nichts, ne? Was jetzt hier irgendwie anders sein sollte.
Liegt ein Medipack, sehe ich gerade. Versuche jetzt den Hebel hier nochmal zu drücken. Oh, da passiert gar nichts. Ah. Das sind ja nur die zwei, stimmt. Also da würde auch erstmal nichts passieren. Gut, Leute, ich würde sagen, ich komme hier gerade mal wieder nicht weiter. Und werde deswegen einfach mal abwarten. Mal selbst mit dem Boot hier. Kommen wir nicht weiter. Gut, ich gehe jetzt nochmal in den großen Raum mit dem Gebäude in der Mitte. Und von da aus nicht mehr. Und dann werde ich wohl mal die Folge beenden. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge so ein bisschen gefallen hat. Wenn das nämlich der Fall gewesen ist, könnt ihr natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht auch ein Abo. Ich würde mich auf alle Fälle sehr, sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten.